So, jetzt hier spaltet sich der Weg. Nochmal das Streichholz anmachen. Okay, wieder nach links. Da vorne liegen ja Steine. Nein, Ethan, links. Links. Volta. Nach. Ja, genau. Und jetzt immer schön vorsichtig und langsam. Boah. Hier ist Licht. Falle. Verdammtes Scheißrohr. Sean wird wegen mir sterben. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Ausgang. Ich muss hier raus. Es muss einen Ausgang geben. Diese Schmerzen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Ja, das ist eine gute Einstellung. Die paar Glasscherben. Okay, jetzt rechts. Luftzug. Ein Luftzug. Ein kleiner Luftzug. Wenn ich herausfinde, woher er kommt, finde ich vielleicht zum Ausgang. Na komm schon, Ethan. Rechts, bitte. Rechts, nicht links, nicht links. Ach, was machst denn du? Nicht wieder zurück. Nein. Du darfst dich nochmal umdrehen. Es ist so dunkel hier. Wo sind die Streichhölzer? Jetzt rechts. Och Mann, wieso dreht denn der sich ständig? Du sollst doch nach rechts, nicht wieder zurück. Ach. Nein, umdrehen bitte. Hallo. Hallo, nein. Drehst du bitte um? Heilige, kann man nicht mal rechts gehen? Komm schon. Und jetzt gleich rechts einlenken hier. Leute, bitte rechts. Wieso geht denn der nicht rechts, verdammt? Mann, das gibt's doch nicht. Ach, dreh dich doch nochmal um hier. Bitte. Und jetzt rechts lang. Und ich sag rechts, dann gehst du rechts. Hier, jetzt rechts. Ich halte den Stick rechts. Endlich hier. Das war eine Geburt. Ach, und da ist der Ausgang. Komm schon, das haben wir doch gleich geschafft. Also diese Steuerung hier im Schacht ist mehr als blöd gelöst. Zumindest bei den Verzweigungen, wenn der mal checkt, in welche Richtung man will. Oh. Noch mehr Glasscheiben. Glasscherben. Au, au, au. Der blutet ganz schön überall. An Knie und Ellbogen. Und Händen wohl auch noch. Wüss. Ausgang. Ich weiß nicht mal, wohin es da geht. Möglicherweise direkt in die Hölle. Ich habe sowieso keine Wahl. Es gibt keinen anderen Ausweg. Der Schacht. Springen? Oder nicht springen? Scheiße. Ist ja wohl eher die Frage, ob rutschen oder nicht rutschen. Aber passen wir denn da durch? Das sieht so klein aus. Aber probieren wir es halt mal. Okay. Boah, ist der eng. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Vor allem so ein Schacht, der ist ja eigentlich aus Beton und sowas und wenn man mit Klamotten da reinsteigt, normalerweise erzeugt das ja ziemlich viel Reibung, dass man gar nicht darunter rutschen dürfte. Da bleibt man ja noch stecken am Ende. Oh, lassen wir los. Okay, wir lassen los. Boah, es ist dunkel hier und eng vor allem. Boah. Wo sind wir jetzt rausgekommen? Boah, nee, das sieht hier... Boah. Das
sieht hier ziemlich brenzlig aus, die Situation. Boah, alles Strom hier, oder was? Oh, guck dich das an. Haufenweise Generatoren. Achtung! Risiko auf elektrischen Schlag. Nicht anfassen. Ja, wer hätte es gedacht. Ja, schöne Scheiße. Wir müssen da durch, natürlich. Analyse. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Boah. Ja, was bringt dir das, wenn du den genau ansiehst? Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Da muss ich durch, um zum Schmetterling zu kommen. Oh, der schleicht ja jetzt schon. Wie soll er da durchkommen? Bleiben. Ich bin so weit gekommen. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich muss es zu Ende bringen, wenn ich Sean retten will. Aufgeben? Ich höre lieber auf, solange ich noch lebe. Ich rette Sean nicht, wenn ich hier sterbe. Ach, guck dir mal den Kondensator hier an. Hier scheint kein Strom durchzufließen. Konzentration. Ich muss mich konzentrieren. Die kleinste falsche Bewegung und ich kriege einen Schlag. Weg? Die Abstände sind unterschiedlich. An manchen Kondensatoren. So, probieren wir es mal hier. Heiliger, heiliger. Boah, jetzt hier Fingerakrobatik. Okay, 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 okay. Boah, okay, okay. Letzte Prüfung, oder was? Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Scheint die letzte Prüfung von dem Schmetterling zu sein. Hier ist Strom rechts, da können wir nicht durch. Können wir vielleicht hier links lang? Also... Boah! Sollen wir denn hier durch? Okay, 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 okay. Sehr, sehr gefährlich. Wow! Okay, da haben wir auch Strom, da haben wir keinen Strom. Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder links. Boah, wie soll man da durchkommen? Boah. Boah, vier Tasten drücken, guckt euch das an. Boah. Boah, fünf. Ach du Heiliger. Boah. Das ging ja nochmal gut. Und jetzt nach oben. Da ist auch kein Strom. Okay. Komm schon. L1 schaffen wir auch noch. Ach komm schon, nimm das Bein rüber. Ah, jawohl. So, und wo jetzt? Rechts lang, oder wie? R1. Boah, das wird auch eng. Das wird eng. Ah ne, da unten ist kein Draht. Das sieht gut aus. Komm schon, robben, robben, robben. Und jetzt nach oben, da ist kein Strom. Boah, aber das wird wirklich eng hier. Da sieht man ja nur noch Kabel. Boah, okay. R2 auch noch. Und jetzt X'en, was das Zeug hält. Boah. Okay, 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 okay. Boah, knapp, knapp, knapp. Noch eine Taste mehr, nicht jetzt wohl nicht geschafft. So viel Finger dann auch gar nicht irgendwann mal. So, und jetzt die letzte Hürde. Komm schon, wieder mit R1. Kreis. Was? Ach, und jetzt loslassen, oder was? Ah, ach, der springt durch. Einwandfrei mit einer Hechtrolle. Par excellence. Wieder ein Speichermedium, wohl mit einem Video. Ein paar neuen Buchstaben.
Ach herrje. Fünf, zwei, Eld. R, E, dann sind dazwischen drei frei. Okay, aber wir haben immerhin ein paar Buchstaben gesammelt. Naja, wenigstens was. Und wir haben die Prüfung nicht aufgegeben. Können wir uns schon was drauf einbilden hier? Gleich mal geschafft. Und jetzt erstmal eine Runde ausruhen. Unser Ethan. Nehme ich mal an, dass er jetzt sich wieder ins Motelzimmer begibt. Dass wir uns dann die nächste Origami-Figur holen. Ach, Mittwoch, 21.06 Uhr, 59,59 mm. Und wir schlüpfen wieder in die Rolle von der Reporterin Madison Page. Und es regnet wie immer, immer noch in Strömen. Ach, und guck einer an. Eine Tür ist offen. Ach, das ist die von Ethan. Okay. Oh. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ethan. Er ist bewusstlos. Er blutet. Scheiße, was könnte ihm passiert sein? Ja, gute Frage. Nicht lange überlegen. Helfen. Ach herrje, ach herrje. Müssen wir den irgendwie zusehen, dass wir den aufs Bett gehievt bekommen? Ach komm schon, das schaffen wir. Kein Problem für uns. Und nach oben. Komm schon. So ein Fettsack ist jetzt auch nicht, stell dich nicht so an. Hat nur schwere Knochen. Okay. Boah. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Ethan? Ihm helfen? Okay, ganz ruhig. Ich muss ihm irgendwie helfen können. Erklärung. Wie gerät man denn in solch einen Zustand? Das frage ich mich auch. Was hat er da? Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Okay, desinfizieren müssen wir schon mal. Oh, gedrückt halten. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Tut uns leid, Ethan, aber... Ich sag, die Stirn im Moment nur. Oh. Okay. Wie sieht sein Kopf aus? Sie haben sehr hohes Fieber. Okay, hohes Fieber. Dann also was zum Desinfizieren, womöglich auch noch zum Verbinden wegen den Schnittwunden und was gegen Fieber. Da schauen wir doch mal, was wir hier so im... Ach, die nimmt gleich alles mit. Okay, das ist natürlich sehr praktisch. Einwandfrei. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Ja, das sehe ich auch. Desinfektionsmittel. Ja, erstmal desinfizieren, ne? Brandsalbe. Wir nehmen erstmal das Desinfektionsmittel für die Wunden. Ja, das muss jetzt sein. Es wird vielleicht ein klein wenig brennen. Deswegen vorsichtig. Übervorsichtig. Tupf. Tupf. Tupf.
Tupf. So. Ganz sachte desinfiziert. Ja, wir sind nun... Ich habe alles desinfiziert. Ja, ich wollte schon sagen, wir sind noch nicht fertig mit diesen hier. Medikamente. Geben wir ihm mal das. Fiebermittel, Schlaftabletten, Antibiotika, Schmerzmittel. Wir geben ihm Fiebermittel. Er hat Fieber, hat sie ja gesagt. Okay, schluck die schon mal. Die kann schon mal anfangen zu wirken. Einfach so trocken schlucken, ohne einen Schluck Wasser oder so. Sehr freundlich. Madison, du hast es drauf. Jetzt verbinden wir erstmal den seine Arme. Damit die Wunden schön verheilen können. Und den Analogstick immer schön im Kreis rotieren lassen. Ah, wunderbar. Hat doch funktioniert. So, hätten wir das schon mal. Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Hey, wir waren doch noch nicht fertig. Ach so, doch, wir haben wohl alles gemacht. Ja, das war so, dass, wo ich es früher durchgespielt habe, da habe ich zum Beispiel das auch nicht immer geschafft, komplett ohne Stromberührung durch den Strom zu kommen. Und da hatte Ethan auf der Brust auch noch große Brandwunden, die man dann mit der Brandsalbe noch behandeln musste. Das war jetzt hier mal nicht der Fall, weil wir heute glimpflich durchgekommen sind. Deshalb waren wir jetzt auch schon fertig mit der Behandlung. Und die Madison macht sich wohl große Sorgen um Ethan, ob es ihm wieder besser gehen wird, weil er doch arg starkes Fieber hat. Oh, jetzt wacht er auf. Wie geht es Ihnen? Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Naja, Erinnerung. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ausweichen, Lüge, Wahrheit. Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Gefahr. Erklärungen, Probleme. Oh, jetzt hab ich gar nichts gedrückt. Ah, weil man zu lange überlegt hat. Hypothese, Verzeihung. Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Helfen? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Viel Glück. Das können wir brauchen. Wenn es noch mehr solche Aufgaben gibt. Ach, herrje. Zustand. Oder Madison. Ich will sie nicht mit reinziehen. Keiner darf etwas wissen, bis ich meinen Sohn habe. Sean. Ich hole dich, Sean. Ich finde dich, egal wo du bist. Zustand. Ich muss auf die Beine.
ausruhen. Ich muss weitermachen. Ich habe schon zu viel Zeit verloren. Das stimmt. Also die dritte Figur. Oh, ein Salamander oder eine Echse. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? 9711 Marble Street. Okay, wir hatten, wie weit würden Sie gehen? Dann haben wir gehabt, würden Sie leiden und jetzt ein Opfer? Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Ash? Okay. Ach, schon wieder out of range. Die Mutter also von Sean goodbye, Mars Leute, ist vielleicht hier. Bis zur nächsten Folge. Sie würde gerne mit dir sprechen. Ach, schon wieder falsche Taste. Also nochmal.